Warum kann ich so frech und so provokant daherkommen? Weil ich in diesem Video ein Praxisbeispiel für dich habe, wo ich dich direkt ansprechen möchte. Wie würdest du dich verhalten? Und ich habe noch einen Buchtipp für dich. Der kann dich stärken und aufbauen und der kann dich ins Aktivsein bringen. Wir erleben ja jetzt eine ganz interessante Zeit. Wir sind im Lockdown und der wird immer ein bisschen weiter verlängert. Und wir merken jetzt, dass wir alle, und das schon seit Generationen, unsere Verantwortung komplett ausgelagert haben. Jetzt sagen uns andere, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen. Und schau dir das einmal ganz genau an. Wo liegt deine Verantwortung? Wo liegt sie? Und jetzt zum Beispiel. Und der Buchtipp, den was ich dir gleich sage, der verstärkt das ganze Thema noch. Das Beispiel. Ein Kunde sagt zum Unternehmer: Lieber Unternehmer, ich würde gern dieses oder jenes Produkt bei dir kaufen. Und der Unternehmer ist sehr von der aktuellen Situation betroffen, muss geschlossen halten. Und der Kunde ruft ihn an und sagt: Ich würde das gern bei dir kaufen. Können wir da was, gibt es da eine Möglichkeit? Und der Unternehmer sagt zu ihm: Nein, leider, wir müssen geschlossen halten, wir haben keine Chance. Tut mir leid. Der Kunde geht zum anderen Unternehmer und fragt das Gleiche. Und der andere Unternehmer sagt: Ja, selbstverständlich, es gibt viele Möglichkeiten, wie ich dir helfen kann. Und der Kunde kauft bei dem Unternehmer das Dreifache, was er eigentlich kaufen wollte. Und jetzt die Frage an dich. Und da geht es jetzt um, ob man Möglichkeiten sieht, ob man Möglichkeiten sucht, ob man in der eigenen Verantwortung ist. Wie verhältst du dich? Der eine Unternehmer fühlt sich als Opfer, verliert immer mehr Energie, kommt nicht ins Aktivsein, wartet, bis man ihm sagt, was er zu tun oder nicht tun darf. Und der andere Unternehmer sagt: Komm, auf geht's, mach mal was. Ja klar, wir finden Möglichkeiten, wir finden Lösungen. Und der andere ist im Aktivsein, ist in seiner Kraft, ist in seiner Klarheit, ist innerlich motiviert. Und jetzt zum Buchtipp. Die Mäusestrategie. Die Mäusestrategie zeigt das Beispiel von zwei Mäusen. Was passiert, wenn der Käsevorrat schwindet? Und schau dir das einmal ganz genau an. Beide Mäuse verhalten sich komplett unterschiedlich. Und frag dich wiederum, wie verhalte ich mich? Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Pfiat derweil, Servus, mach's gut.